Dunkle Grüße und willkommen zurück zu Minecraft im neuen Jahr. Jawohl, das heißt im neuen Jahr, wenn es die erste Folge sein sollte, die ihr seht und überhaupt sowieso, keine Ahnung, guten Rutsch nachträglich und hoffentlich seid ihr gut reingerutscht. Und dabei nicht ausgerutscht, habe ich den Knochen gebrochen, so in der Richtung. Ja genau, so, bla bla, den Quatsch jetzt fertig. Und jetzt fange ich direkt an mit, passt mal auf, voll awesome. Ich bin nämlich ein Held. Es ist eigentlich voll leicht, sich sowas zu machen. Ja, genau, andersrum. Tada! Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte einfach vergessen, Silber zu nehmen, ne? Ich hatte alle möglichen Kombinationen probiert, nur ich hatte vergessen, Silber reinzunehmen. Eisen. Eisen ist es, kein Silber. Und dadurch kam ich insgesamt nicht weiter, ja. Schön. Aber jetzt wissen wir, wie es geht und das heißt, wir können uns auch demnächst, also jetzt gleich, ranwagen, wieder oder überhaupt erstmal an die tolle Zuckerrohrstangen alias Bambusfarm. Ja, das war ja alles Mist, was ich gemacht habe hier, weil das haut alles nicht hin, das habe ich getestet. Das heißt, der ganze Quatsch hier muss anders und das nervt mich jetzt schon wieder total, wo ich gerade dran denke. Ja, wird eine Freude werden, den Kokolores jetzt irgendwie zu machen, das ist keine Frage. Man freut sich auf jeden Fall schon. So, dann kann das hier alles weg. Zack. Komplette Wecke. Man ist hier aber an sich ja auch weg. Ja. Ist ja an sich für sich komplett hier so das Dingens. Moment. Zack. Ja. Das heißt genau. Upala. Das wollte ich aber nicht. Wieso ist das jetzt zerborsten? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jeweils dann hier in der Mitte das ganze Dingens machen. Das ist die Länge, die ich brauche, trotz alledem. An den beiden Seiten. Hier war das ein Dingens hier, da ein Dingens. Und dann ist hier. Ich tue auf der anderen Seite aus. Ich habe durch nichts am Kopf davon. Ja, doch, hat er aber recht. Kommt hier das Bambo. Habe ich damit echt recht? Moment. Oh Mann, oh. Schmier ist total doof hier. Ich komme rein, habe hier keine Ahnung. Das ist doch total dämlich. Ist halt weg dem ganzen Zeug hier. Lass mich. Zack. 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 So, kommt zu mir. Die primitierendes Zeug. So, du auch noch. Also, der Plan war ja jetzt letztendlich. Was hatte ich geplant? Oh Mann! Ich komm hier rein und weiß gar nichts mehr. So. Lass mir alles weg hier, das Zeug, weil ich ja hier sowieso nichts bauen werde. Hier Freiplatz haben muss und weil. Davor, wenn alles anfängt, so oder so. So, hatte ich ja gesagt, ne? Das ist ja aber alles bloß experimentierhalber hingesetzt. Damit ich jetzt eine bessere Übersicht bekomme, kommt es einfach mal weg. Dankeschön. Auch erstmal weg. Ja, auch Dankeschön. Und du auch. So. Die hat sich noch da. Da war ja als Orientierungsstein gedacht. So. Das Ganze fängt also hier an. Ne? Das Bambuszeug steht auf dieser Ebene. Ja, stimmt. Ich muss ja sowieso das hier abfließen lassen, das Ganze. Also, hier ein Dingens, Kolben, da ein Bambus, da ein Wasser, da auch ein Wasser und hier zum Land gehen, ja? Kann man sich das so vorstellen? Oder ist das zu eng gefasst? Ne, müsste hinkommen auf jeden Fall. Das heißt. Ich mach direkt mal so. Hab's geahnt. Eins, zwei, drei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gleiche da oben drauf. So. So weit, so easy. Da war ja was. Ich
Test. Achso. Reicht das? Nee, ne? Es muss garantiert gleich. Doch, reicht tatsächlich. Cool. Gut, aber das sagt mir nur, es haut nicht hin. Also, wo ich mal eben rausfinden, wie das ordentlich war. Dreck. Dreck ist einmal gut für sowas. Ich weiß auch nicht, ob ich hier keinen Dreck genommen habe, sondern Holz. So, beide auf. So soll es sein. Zack, 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 zack. Muss ja aufheben. So, so, so. Tja, aber jetzt habe ich aber das Problem, dass ich doch einen weitermachen muss, das Ganze, wa? Kann das sein? Weil der nicht connected. Tja. Wenn der hier connecten würde. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich es hinkriegen soll. So würde es gehen. Aber nur für einen. Warst du für einen von beiden? Wieso nur für einen von beiden? Wieso der obere nicht? Weil der da unten gegen. Ah, Moment. Hier sind beide drin. Ja, weil es hier durchgeht, okay, alles klar. Das heißt, der da wird davon gar nicht beeinflusst. Was unschön ist. Sehr unschön. Dann müsste ich ja. Oder warte. Da ging bloß die unteren beiden wieder los. Obwohl das hier, wie habe ich es denn damals gemacht? Das sieht gar nichts, oder? Doch, auch mal, trotzdem einer draußen. Wieso auch immer. Jetzt ist er wieder drin. Oh Mann! Muss ich nicht verstehen, oder? Weil ich das Gefühl habe, dass hier gerade eine Menge zu kurz kommt. Wegen zu langer Leitung. Mal, es sind beide draußen, so muss das doch sein. Ja, weil jetzt der obere nicht angesprochen wird dadurch. Aber. Bekommen wir das denn hin? Das geht ja so offensichtlich auch nicht so richtig. Wie ihr seht. Geil. Würde ich das noch ein höher machen? Würden dann beide einfach angehen? Aha! Von da oben drauf fühlen sich beide angesprochen. Und jetzt bestimmt nicht mehr. Doch immer noch. Okay. Kann ich also einfach theoretisch so machen? Das ist wahrscheinlich. Oh, das trifft beide, tatsächlich. Mensch. Das ist ja ein Ding. Wo gerade sonst viel kompliziert denke, aber auf Magier ist doch relativ simpel zu lösen, das Problemchen hier. Brauche ich auch allgemein Verlängerung, dass das so natürlich dann auch stabil bleibt. Aber es geht trotzdem ran, obwohl das nicht direkt dran ist. Das ist interessant, das war mir auch nicht klar. Zack, 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 zack. Wahnsinn, das geht. Bumm. Das ist ja mal krass. Einfacher als gedacht. Sehr schön. Flop. So. Da fällt mir gerade auf, ich kann es eigentlich doch noch ein Tiefer bauen, oder nicht, das Ganze. Ich muss es doch nicht so hoch haben. Weil dann der Fluss sehr als herträgt. Soll ja hier kommen. Doch, ist die richtige Höhe. Ja, da kommt von hier der Fluss, klar. Oh, direkt drunter. Natürlich muss das noch ein bisschen anders gemacht werden. Das haut das so nicht hin, logischerweise. Warte kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Natürlich, was sonst? Passt natürlich nicht. Ist auch zu schön. Andererseits.
muss ich jetzt mal anders testen. Blop, blop, blop. Zack. Ich habe jetzt das alles weggenommen. Es kann ruhig da bleiben. Nehmen wir erstmal. Nee, provisorisch wieder Dreck. Ja. Auch im neuen Jahr läuft alles total konfus bei mir. Nur, was euch nicht wundert, ne? Das wird sich wohl nicht ändern. Nimmermehr. Zack, zack. Ist gleich lang? Ja. Doch, denk schon. Zack, zack. Jetzt läuft das ja. So, ist klar. Und wenn ich jetzt die anderen auch mache, ist die Frage, ob das trotzdem noch... Man müsste eigentlich dann trotzdem hierher fließen, ne? Ganz normal. Wobei ich das da vorne eigentlich nicht so haben möchte. Sondern so, dass hier ein Auffangbecken entsteht. Es wäre also dann da. Antworten, dann kann ich das so problematisch, problemlos so machen. Bekommt trotzdem alles einfach so in die Mitte geliefert. Sehr schön. Wobei ich auch hier natürlich mit Trichtern arbeiten könnte. Aber das ist ja relativ schwachsinnig. Weil ich ja sowieso hier vorstehen muss zum Auslösen. Ich meine, ich könnte einen riesigen Kreislauf jetzt konstruieren, der alle so und so viele Sekunden, Minuten, Stunden, was auch immer, den Hebel aktiviert, zack, und wieder umlegt, damit es auch irgendwie gefällt wird. Das heißt, es würde auch irgendwie automatisch funktionieren, aber das ist mir auch zu doof. Deswegen machen wir es so. Wobei es generell eine coole Idee wäre, sowas mal ohne Wasser zu machen und tatsächlich bloß mit Dingensgebummens. Ne? Weißt du Bescheid. Das wäre natürlich cool. Also mit Trichtern das Ganze statt mit Wasser. Aufwendig, materialfressend, aber lustig. Aber irgendwie auch unnötig, weil wozu? Es würde wahrscheinlich schneller durch Wasser durchfließen. Insofern und direkt in eine Kiste gesammelt werden, nur dass ich dann was aufheben muss. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Egal. Hier käme dann hin komplett Bambusgedöns. Nee. Aber ich ahne schon ein Problemchen gerade. Nein, du bist doch nicht Dreck. Ich meine, du bist... Doofi-Dreck. So, das habe ich gesagt, aber du bist kein Dreck. So. Na, jetzt das Problemchen. Was da was von dort kommt, muss ja auch hier rein. Das heißt, das muss doch noch ein höher hier vorne, das Ganze. Oder das hier ein tiefer, je nachdem. Ich glaube, die Vernunft sagt, mach das hier ein tiefer, was soll's. Dann gehst du halt hier eine Etage runter. Damit sparst du letztendlich aber eine Menge Arbeitskapazität. Wenn ich alles erhöhen müsste, wäre es anstrengender, als hier einen runterzusetzen, logischerweise. Machen wir es also so. La, 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 la. Also. Ach, wieder alles weg. Ich setze das hier alles nur zum Spaß, denn, ne? Ist klar. Sonst nichts zu tun. Nur um korrigieren hier. Zack. Zack, 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 zack. La, la, la. Ich will Dreck haben, deswegen mache ich das. Nur für die Optik meine ich. Also ich hätte es nicht weghauen müssen, das Ganze, weil es beide eben nicht haben will. Aber irgendwie sieht es schön aus, wenn es dann doch mit Dreck gemacht wird. Wenn da Wasser drüber fließt, keine Ahnung. Sieht gewollter aus. Wobei eigentlich gar nicht, weil das ist ja, sag mal, so in der Natur findet. Kabelsturm vielleicht nicht. Und dennoch. So. Dann wird es trotzdem sich hier sammeln, das Ganze. Dann müsste man eben eine Ebene nach unten gehen. Damit soll man, glaube ich, durchaus zurechtkommen können. Dann mache ich so allgemeines Auffangbecken hier hin. Wo es dann hier runter geht. Von den Seiten und Ecken und so. Dann passt das schon. Dann wird später noch alles ausgemalert hier mit irgendwelchen schönen Details, ist klar. So. Dann soll das hier aber kein Dreck mehr sein. Zack, 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 zack. Wobei ich jetzt eigentlich stehen lassen kann, weil noch brauche ich das ja. Ich habe noch gar nicht vor, es groß zu dekorieren. Aber der Punkt, den ich gerade machen wollte eigentlich,
So, haut hin, kann ja weg. Zwar bis zur Demonstration, zur Absicherung. Der Punkt, warum ich das gerade gemacht habe, war folgender. Ich brauche ja meinen Hebel hier. Das Ganze irgendwie festmachen. Blop, 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 blop. Da, da, da. So, und jetzt könnte es ein bisschen delikater werden. Also, wenn ich den Hebel dahin mache, würde es ja reichen. So. Irgendwie so. Ich muss jetzt endlich da oben raufkommen. Unten drunter muss ich da. Das mal alles weghauen. Gucken, was auch so hin, ob ich mir das vorstelle. Ja, das ist richtig. Das geht. Zack. 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 Ja, brav. So. Wein. So gut. Was? Auffangbecken mache ich vielleicht. Das ist aber aus, ne? Genau. Haha. Siehste. Problem. Da muss ich mich geschickt drumherum bauen. Maschine schauen, wie geschickt das wirklich wird, tatsächlich. Letzten Endes. Ist ja komplett doof, wenn ich so eine Kuhle reinbaue mit dem Schalter da. Wenn ich die Kuhle hier baue, geht's hier. Ich meine, hier muss ich ja sowieso rauf. Bin ich gerade voll auf dem Schlauch oder was ist hier los? Naja, was so machen? Klar, und jetzt mal hier. Hier soll's ja rein. Ist ja wurscht. Cool ist ja coole. Problem ist ja, weil ich auf diese Ebene rauf will. Ah, genau, das war's, Diggins. So. Ach, total umständlich gerade. Bauen viel länger im Weg, als es eigentlich sein müsste. Weil ich ja aber wirklich, das hier haben will. Aber geht, ne? Leuchtet trotzdem, genau. So soll es ja sein. Das ist noch kein finales Material, deswegen muss ich wieder weg. Aber es geht auf jeden Fall. Dann kann ich aber schon mal an der Stelle präventiv gleich, oder vorne wird eher, einen Repeater einbauen. Damit das Signal hier nicht gleich abkackt. Ja, auch keiner. Sieht schon so dunkelrot aus. So. Nach oben graben. Dadala, dadala. So. So und so. Ja. Und jetzt muss ich irgendwie so. Was ich hier mal vom Material nehme, ist erstmal vollkommen wurscht. So, das kann ich jetzt weg. Denn es wird doch sowieso alles verdeckt hier an der Stelle. Das interessiert dann keinen mehr. Und es funktioniert. Sehr, sehr gut. Gleich natürlich auf der anderen Seite genauso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kann ich eigentlich deinen drauf bauen? Tatsache. Moment, das. Hier geht's nicht. Hö? Und da kann ich's draufbappen, komischerweise. Hier geht's nicht. Jetzt geht's. Springt mit dem zusammen ab. Okay. Schade. Es wäre jetzt eine Idee gewesen, das Ganze zu verkürzen und die nur noch zu sparen, die Reihe. Aber offenbar beim Wegdüdeln fliegt auch das da oben, was drauf ist, ab. Was ich irgendwie zwar schwachsinnig finde, aber Minecraft-Logic. So, erstmal den da raufpappen. Zack. Zack. Funktioniert wunderbar. Gleiche braucht man natürlich auch hier. Zack, 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 zack. Blop, 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 blop.
Doch, hier ist alles wunderbar.